Willkommen zurück zu The Vanishing of Ethan Carter. Es geht weiter hier. Wir sind zuletzt aus der Mine rausgekommen. Und ich bin ein Stückchen, ich muss jetzt nochmal ein Stückchen nachspielen. Bin jetzt nochmal hier eher links nochmal, als ich rauskam, lang gegangen. Und hier ist eine Tür, wo man reingehen kann. Und die habe ich das letzte Mal nicht gesehen. Also öffnen wir die doch mal. Kannst du die nicht einfach öffnen? Muss ich die extra drücken? Wir brauchen bestimmt einen Schlüssel dafür. Oh, vielleicht brauchen wir einen Schlüssel dafür. Wir brauchen bestimmt einen Schlüssel. Ja, das glaube ich. So, bisschen laut hier gerade am Wasser. Ich gehe mal weg hier. Die Frage ist, wo gehen wir denn dann aber lang? Ich glaube, wir müssen uns die Tür aber auf jeden Fall mal merken. Hier, vielleicht mal hier so rüber. Ich glaube, das bin ich das letzte Mal auch. Dass ich hier so rüber bin und dann zu dem Gebäude da vorne bin ich hier links ans Wasser, genau. Dann gehen wir da jetzt nochmal einfach weiter. Irgendwas wird sich sicherlich finden lassen hier im Ruckelland. Aber es sieht schon sehr prächtig aus. Oh, hier führen aber viele Kabel da oben lang. Na, ob das so eine sichere Konstruktion ist, ich weiß nicht. Die Türen probiere ich gar nicht erst aus, die waren ja eh zu. Dann brauche ich die nicht nochmal ausprobieren. Keine Ahnung, wo es jetzt lang geht. Keine Ahnung, wie es weitergeht mit Ethan. Wir haben ihn immer noch nicht gefunden. Vielleicht müssen wir da wieder hoch am Wall. Ich glaube, hier war auch zu. Da lässt sich nichts machen. Tja, ich weiß nicht, wo es lang geht, aber hier geht es nicht weiter. Dann gehe ich mal wieder querfeldein. Irgendwann wird sich schon was finden lassen. Ein Weg. Irgendwo. Vielleicht hier zwischen den Büschen. Genau, ich war hier unten. Unten am Wasser war ich. Aber ich wollte da, glaube ich, weg das letzte Mal. Ich weiß jetzt nicht, wo man weiter kann. Keine Ahnung. Hier, es muss hier wahnsinnig gut duften. Die Landschaft sieht echt aus, als könnte man es riechen. Dann laufe ich mal hier weiter. Wenn er wieder quasselt, der Detective, dann weiß man ja auch immer, dass man richtig ist, ne? Vielleicht sagt er ja gleich wieder was, wenn wir auf dem Weg sind. Zuletzt meinte er ja irgendwas von wegen, die Geister wollen ihn nicht mehr. Ist das unser Eingang? Oder ist das was anderes? Wo sind wir denn hier? Untersuchen. Ah, eine Schere? Okay. Was ist mit der denn? Haben wir eine Schere? Was haben wir hier? Da können wir nach oben fahren. Will ich das? Nach oben? Warum ist jetzt hier eine Schere? Was hat das denn damit jetzt wieder auf sich? Gut, dann fahren wir mal. Wenn wir sollen, dann gehe ich mal. Aber mit dem Ding. Aber nicht, dass uns was passiert. Oh, hoffentlich passiert uns nichts. Sieht echt schön aus. Oh Gott, hoffentlich hält das alles hier. Wo bringt mich das Ding hin? Wo fahren wir denn hin? Oh, das geht aber hoch. Ui, das geht aber hoch. Aber vielleicht kann man dann oben lang gehen. Das wäre ja was. Ach, man kann es stoppen. Okay. Man kann es zwischendurch stoppen. Wo stoppe ich es denn mal? Na, da, wo ich raus kann, ne? Wann hält es denn von alleine an? Hier. Oh. Es speichert. Ach, hier kann man... Ach, da kann man auch raus. Oh, jetzt sind wir ganz oben. Das ist ja krass. Hier kann man ja auch voll runter gucken. Hier, das Wasser sieht super aus. Echt toll. Aber ich hoffe, wir sind jetzt nicht irgendwo da, wo wir herkamen oder so. Aber vielleicht ist der Ethan ja auch mit dem Ding nach oben gefahren. Dann war die Schere schon mal so... Der nächste Hinweis, dass er hier auch lang ist. Ich hoffe, der ist jetzt nicht irgendwie besessen oder so. Warte mal, ist das da vorne unsere Kirche oder so? Ich hoffe, hier waren wir noch nicht. Dass das hier Friedhof und bla 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 ist. Ach doch, hier ist eine Brücke. Ach doch, wir sind wieder zurück.
Wieso sind wir jetzt wieder zurück? Ist das gut? Oder soll ich jetzt wieder nach unten oder was? Was mache ich denn jetzt? Ach, das sind die Tunnel. Nee, jetzt brauche ich aber mal einen Hinweis, Leute. Wo soll ich denn hin? Ich will ja eigentlich nicht ganz zurück. Das wäre doch Quatsch. Also den ganzen Weg nochmal ablaufen, den wir schon mal hatten, das will ich jetzt eigentlich nicht. Hätte ich mit diesem Fahrstuhl-Ding irgendwie zwischendurch Stopp machen sollen? Ich gehe mal lieber, weil der Bildaufbau ist so doof. Mir ist das Spiel auch einmal abgestürzt und dann musste ich den Rechner neu starten. Und natürlich ist es dann wieder so, dass es irgendwie mehr ruckelt dann als vorher. Das ist total blöd. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn ihr Neustart macht, dass es nicht besser, sondern schlechter läuft. Das habe ich gerne mal. Ich werde jetzt aber mal hier hochlaufen in den Wall und gucken, ob da oben beim Haus beim Haus das ein bisschen besser läuft. Hier was besser zu finden ist oder so. Ja, hier waren wir doch schon. Das ist doch das mysteriöse Gebäude. Hier, da waren wir doch schon drinnen. Das kennen wir doch schon. Aber vielleicht ist Ethan ja auch zurückgekommen. Man weiß es ja nicht. Das, vielleicht denkt er sich ja jetzt... ich dachte gerade, da steht was zwischen den Bäumen. Ich dachte gerade, da steht jemand. Das hat mich leicht erschrocken. Ich bin ein bisschen überfragt, wenn ich ehrlich bin. Ich werde jetzt nochmal mit dem Fahrstuhl runterfahren. Obwohl mich das auch irritiert, dass man es kann. Dass man überhaupt wieder nach oben kann. Es muss ja auch einen Sinn haben irgendwie. Wir haben das andere Haus, hatten wir auch abgeklappert, das weiß ich noch. Wo muss ich jetzt nochmal hin? Nee, ich muss wieder ein bisschen mehr zurück, glaube ich. Ist dann jetzt so, dann stockt das zwar zwischendurch beim Laufen, aber ich bin ein bisschen schneller gerade, als wenn ich gehe. War das hier? Bin ich gerade hier aus den Büschen gekommen? Merkst du nicht? Ja, da, ja, okay. Ja, ich bin zwischen aus den Büschen gekommen. Ist hier vielleicht noch irgendwas, was man nicht sieht gleich? Muss man hier so ein bisschen rumkriechen zwischen den Bäumen? Nee, dann fahre ich jetzt nochmal nach unten. Ich weiß nicht. Vielleicht soll man nicht, aber vielleicht war auch unten doch noch was, was ich gar nicht gesehen habe. Huch, das war ein bisschen zu weit links. Ja, schwierig. So, dann gehen wir mal nach unten. Und dann werde ich jetzt nochmal darauf achten, ob man zwischendurch irgendwie eher stoppen sollte. Vielleicht kann man irgendwo raus, wo man es nicht sieht. Vielleicht nochmal hierhin eher gucken. Oder doch dahin gucken. Aber da kann man ja auch nicht raus. Mit der Schere könnte man das ja hier zerschnibbeln, das Band. Mach mal einen Stopp. Einfach mal so zwischendurch Stopp. Ich will mal, kann er da, wenn wir diese Knoten aufdröseln würden, dann könnte er ja auch auf der Seite raus. Mal nach unten. Weiter. Aber hier ist ja auch nichts zum Aussteigen zwischendurch gewesen. Ethan, wo bist du hin? Normalerweise würde ich ja auch hier nach oben fahren. Aber da das wieder der alte Weg ist, irritiert es ein bisschen. Vielleicht lässt sich mit der Schere was machen. Oder war oben irgendwas mit der Schere? Konnte man oben irgendwas mit der Schere machen, was ich hier gar nicht kann? Die Türen waren doch alle zu, da war doch nichts. Da war ich auch schon. Ethan, wo bist du hingegangen? Warum ist hier offen und ich sehe das nicht? Hier kann ich doch rein. Hier ist etwas, was wir noch nicht kennen. An der Wand montierte Kiste. Axtförmige Verfärbung. Feueraxtkasten.
Axt, Axt, Axt. Wo sollen die Wörter hin? Hier ist es gut. Da. Da ist irgendwas rausgebrochen. Hier irgendwo. Bin hier ganz an der heißen Stelle. Da. Eine Axt. Die finde ich wo? Die finde ich hier. Beim Mann, der da liegt mit einer Axt. Oh, 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 oh. Ist der hier? Finde ich den? Wir gehen hier mal gucken. Wir gehen mal gucken. Und es läuft gerade ganz gut hier. Schauen wir mal nach. Zerstört von innen, von außen. Übertriebene Gewalt, Verzweiflung, Wut. Kaputte Tür. Da liegt er. Da liegt er. Untersuchen. Opfer in die Enge getrieben. Durchstochener Hals. Keine andere Wunden, keine Fußspuren und Blut, kein Zeichen eines Kampfes. Ich denke, das ist das der Vater von Ethan. Ich habe eigentlich nur noch drauf gewartet. Erst der Onkel, dann die Mutter, jetzt der Vater. Ich habe langsam das dumpfe Gefühl, dass Ethan auf irgendeine Art doch besessen ist oder irgendwas... Oder etwas ihn böse verfolgt. Etwas, was auf jeden Fall jeden um ihn herum nach und nach sterben lässt. Ich hoffe, dass unser Detective nicht am Ende dran ist. Umgestürzter Stifthalter. Verstreutes Schreibtischzubehör. Etwas hastig genommen? Stift? Bleistift? Brief auf einer Schere? Lineal? Schere. Die hab ich. Hab ich hingelegt. Hab ich schon gefunden. Untersuchen. So, die Axt, die Axt, die Axt. Da ist sie. Läuft total smoothie hier wieder. Die nehmen wir mal. Und dann sollen wir die natürlich wieder zurücklegen. Wahrscheinlich da, wo sie herkommt. Also mache ich das doch mal. Die kaputte Tür wurde mit der Axt eingeschlagen. Und da unten wurde sie selbstverständlich genommen. Das war also alles schon wieder irgendwie geplant. So, mal gucken, ob wir jetzt, ohne dass ich ihn vorberührt habe, das direkt schon fertig haben. Jawohl. Da sind die Lichter wieder. Wir dürfen wieder die Reihenfolge, die Chronologie machen. Oh, auch krass mit dem Wind und den Bäumen da draußen. Und da sind die Lichter. Hui. Da muss ich also auf jeden Fall nochmal raus. Da wird er verfolgt. Von Ethan? Oder ist das dieser komische... Ist das Ethan? Warum? Nee, Ethan war ein anderer. Ich glaube, das ist noch... Ich glaube, das ist sein Cousin oder Bruder oder so. Aber wir müssen hier auf jeden Fall raus, denn hier draußen ist etwas vorgefallen. Hier. Hier ist etwas passiert. Da hat er ihm wohl schon bedroht oder so. Aber er fasst sich da auch an die Hand, an die Wange. Was ist hier los? Der Vater. Ja. Ich glaube, er will sich rächen. Für die Eltern oder so. Für seinen Vater, den Onkel. Glaube ich, kann ich mir vorstellen. Ach, guck mal hier. Kommen die gerade aus der Mine. Muss ich jetzt auch nochmal nach hinten? Ich gucke hier gerade unter den Balken. Weil ich nicht weiß, ob ich auch nochmal... Ich glaube, ich muss auch durch. Oh, die Musik wieder. Ich soll nicht hier hin? Ich glaube, ich soll hier gar nicht rein. Nee, okay. Also die ganze Chronologie fängt, glaube ich, hier an. Scheiße, habe ich das jetzt irgendwie... jetzt muss ich nochmal ins Haus rein oder so, ne? Naja, das war jetzt doof. Hä, aber warum habe ich denn das nicht das letzte Mal gesehen? Bin doch direkt hier lang gegangen und habe nicht gesehen, dass hier offen ist. Oder bin ich irgendwie von der falschen Seite gekommen? Okay, wir machen das nochmal. Schnell hin. Und rauskriegen, was hier passiert ist. Leute, komm schon, nochmal. Benutz deine Fähigkeiten. Jawohl.
Ja, ich würde eigentlich schon ganz gerne sehen, was wie passiert ist, Leute. Jetzt sehe ich das nicht. Doch, da draußen. Okay. Wo fängt's denn mal an? Muss man das in einer bestimmten Zeit schaffen, oder? Ist hier noch irgendwas? Da ist nix. Nicht, dass ich was übersehen habe. Nee, gut. Nee, gut, dann nicht. Dann nicht, dann, ja. Muss ich da lang? Wo? Ach, hier sind sie. Okay. Und dann kommen die doch. Ich weiß nicht, ob das so der Anfang ist, dass er hier, weil er hier rauskommt, hier wartet er ja schon mit der Axt. Deswegen, er könnte ihn ja sehr gut da jetzt schon direkt überraschen und angreifen. Hoffentlich geht es jetzt nicht wieder weg irgendwie, dass ich das hier... Ich muss mal schauen, wer hier wer ist. Also hier haben wir den Vater und hier haben wir den Jüngeren. Das ist doch... Sind das beides hier dieselben Personen? Ja, aber wenn das... Das ist doch... Ethan sah doch anders aus. Das ist doch ein kleiner Junge. Der Vater wartet hier. Ich fange mal einfach an. Ich mache mal hier einfach eins. Wir können ja mal schauen... was passiert. Manchmal ist es ja dann doch ein bisschen einfacher. Machen wir hier mal die zwei. So ganz stumpf nach der Reihenfolge hier das machen. So. Drei. Wo ist denn hier vier? Überlege ich gerade selber. Weil mir fehlt ja, mir fehlt doch was. Ach nee, zwei waren ja drinnen, ne? Genau, bei der Tür nämlich, glaube ich. Und das letzte dann. Aber hier ist ja auch noch was. Vier. Fünf. So, ich visualisiere einfach mal und ich weiß, dass es natürlich falsch ist, aber einfach, um mal anzufangen. Da hinten, da in der Ecke. Ah, es ist aber nichts passiert. Und dann nimmt er die Axt. Why are you standing in the sleeper's way? She had an accident. Travis, put down the axe. Das war schon mal richtig. An accident. I didn't want her to get hurt. We're all so sick, you know? Since Ethan found that room. Where's Ethan, goddammit? Talk to me! Okay, okay! He wants to burn Vandegrift's room. Look, Travis, just leave me alone! Oh god! Oh god! The sleeper chooses vessels. You know that? To enact his wishes, he chose Mom. He chose me. Son, I don't want to hurt you. You think scissors are gonna save you? Yes. Oh. It didn't have to be this way. You could have helped the sleeper, helped us. But Mom's right. You're a coward, and you'll be meeting Ethan again soon. Und es war sogar die richtige Reihenfolge. Tja, manchmal ist es halt gar nicht so kompliziert, wie man denkt. Und dann hat er sich selber getötet. Lieber das, als da mitzumachen, hat er sich gedacht. Manchmal kann man ja auch hier Szenen übersehen. Aber ich hätte jetzt auch wieder mal nicht gewusst, wo ich die anderen Szenen finde. Vielleicht gibt es irgendwo noch eine Szene mit Ethan. Ich weiß es nicht. Ich gehe mal raus.
gucken, wo wir jetzt hin sollen. Vielleicht sollen wir jetzt wieder nach oben fahren oder finden den nächsten Hinweis. Ich weiß es nicht. So langsam sind sie nicht, sind sie alle weg. Langsam sind sie alle tot. Wo geht's jetzt hin? Ich meine, hier geht's weiter jetzt. Oh. Und schon sind wir wieder in der normalen Welt sozusagen. Wir können die Tür ja nicht öffnen. Können wir sie vielleicht jetzt öffnen? Oder hat es doch was mit einem Schlüssel zu tun? Die war ja hier relativ weit vorne, die Tür. Vielleicht sollte ich gar nicht so weit laufen. Ich will es halt nur nicht jetzt verpassen, weil es ist ja doch ein ganzes Stück immer weg. So, das ist da, wo wir gerade eben drinne waren. Ich bin verwirrt. Oh, was ist das denn auch hier? Ich noch mal ein bisschen umgucken. Komische Gebäude. Das ist die Tür da unten, ne? Nee. Quatsch. Nee. Oh. Aufsperren, öffnen. Das ist die Tür. Jetzt ist sie offen. Hä? Oh. Warum ist die denn... Warum ist sie jetzt offen? Oh, was sehen... Ist ein bisschen gruselig, dass die jetzt von alleine aufgegangen ist. Ach, man hätte auch von der anderen Seite. Okay. Hallo? Wir können bestimmt an den Ventilen drehen. Ich will aber nicht an den Ventilen drehen. Ich weiß überhaupt nicht, was hier los ist. Vielleicht sollten wir mal nach oben. Denn da ging ja auch eine Treppe nach oben. Aber dass man einmal so hier zwischen geguckt hat. Es wird irgendwie... Es ist unheimlich gerade, diesen Ding. Achso, warte, das war nicht hier die Treppe, die war da vorne. Direkt hier. Da. Ach, gehen wir mal rein. Das gruselige Gebäude, wo sich die Tür jetzt von alleine geöffnet hat. Oder währenddessen ist jemand hier hingegangen jetzt. Hat die Tür offen gelassen. Aber das mag ich ja kaum glauben. Kann man hier rum? Nee. Was sehe ich jetzt von hier oben? Wir sollen doch hier oben hin. Was ist jetzt hier? Das ist unheimlich. Ja, dann geh mal hier hin. Da ist eine Uhr. Da ist die andere Tür offen. Was... Hallo? Wir können hier aus dem Fenster gucken? Sehen wir hier irgendetwas, was man von hier aus sehen kann? Ist doch unheimlich hier, ganz ehrlich. Aber da ging es doch auch nicht weiter. Ist hier irgendwas? Sehen wir irgendwas hier zwischen, wo wir nicht hingehen können? Unter den Rädern. Nicht, dass da auch noch einer runtergeschmissen wurde. Ich will es gar nicht wissen. Ich weiß gar nicht, wonach ich hier gerade gucke. Das Gefühl ist aber so unheimlich, der Gedanke, dass da irgendwas ist. Ich weiß nicht. Dann müssen wir nochmal runter. Weil ich gerade nicht. Kann man hier noch höher? Statt runter sollte ich vielleicht mal hochgucken auch. Ich sehe da aber soweit nichts eigentlich. Das ist irritierend. Gut. Ich sehe gerade, dass ich nebenbei angerufen werde. Oh, die Musik immer so... So dieses unheimliche Ding.
Katze miaut, Mama ruft an. Mehr als Telefon ausstellen kann ich nicht. Aufsperren, öffnen. Die Frage ist, warum... Also auf der anderen Seite ist ja auch offen. Drehen sich alle Räder oder drehen sich welche nicht? Vielleicht muss ich ja auch... Das dreht sich nicht. Warum dreht sich das hier nicht? Da ist eine Kette irgendwie dran. Jetzt muss ich mal hier schnell... Das dreht sich. You disturbed it. Travis, we can get rid of it. I know exactly what we're up against. Don't listen to what's in your head. Was auf einmal? Sleeper was feeding on them. Their hate, their distrust. Ethan's father figured suicide wouldn't feed it. But it did. I could feel it sitting somewhere out there, fat as a bullfrog, digesting. Auf einmal kommt dann doch so eine Szene. Auf einmal. Bin jetzt mal auf der anderen Seite rausgegangen. Hier ist so eine Treppe. Das sieht doch gut aus. Besser als hochfahren und da oben rumirren, wo wir schon waren. Genau, Treppen hoch, Treppe runter. Hier waren wir noch nicht. Daran könnte ich mich erinnern mit den Treppen. Hier ist aber nichts. Dann bin ich doch vielleicht ein bisschen zu weit. Vielleicht kann man hier auf diesem Hang hoch. Kann man da hinten rüber über die Brücke? Ist da vielleicht wieder was passiert? Auf der anderen Seite? Ich weiß es nicht. Und diese unheimliche Musik noch immer dazu. Kann man hier rüber? Aber hier geht es wieder nicht weiter. Kannst du hier hoch? Nee. Das kann er nicht. Ja, wo soll ich denn dann hin? Vielleicht bin ich gerade auf der falschen Seite. Hier kannst du auch nicht runter. Nee. Nee, dann komme ich hier nicht weiter lang. Kannst du ins Wasser? Nee. Ich muss hier also ganz weg von dieser Seite. Da sind die Räder. Ich dachte gerade, da steht schon wieder jemand. Das erschreckt mich immer leicht. Ja, dann gehe ich hier nochmal durch das Gebäude durch. Und weiß ich nicht. Aber hier sabbeln die jetzt auch nicht mehr, oder? Oder doch? Doch! Hier kann ich... Jetzt kann ich hier drehen. Wiederholt drücken, 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 drücken. Ach so, ich war hier noch gar nicht fertig. Closed. Okay, jetzt habe ich das ausgemacht. Aber ich hatte doch vorhin auch nichts gedreht und so. Aber das ist das Ventilrad, was mich... So. Das ist nämlich nicht verkettet. Bringt mir das was, dass ich das jetzt ausgemacht habe? Hä? Aufsperren. Öffnen. Nein, aussperren und öffnen. Mensch. So. Genau. Bin ich wieder auf der Seite. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Aber von der anderen kam ich jetzt auch nicht weiter. So. Ich frage mich nämlich, ob man hier irgendwie, wenn man hier rüber geht, vielleicht ist ja hier auch noch was passiert. An den eiskalten Wasserklippen. Aber dann... Warum sollten die auch zurückgehen? Aber da ist zumindest so eine Treppe und ich war da noch nicht. Gehen wir da lang? Kannst du hier rüber gehen? Oh ja, kann er. Ganz vorsichtig. Und jetzt sind wir auf der anderen Seite.
da, wo wir vorhin nur geguckt haben. Ist unheimlich hier, ist alles auch so blau. Oh, ich bin ein bisschen, es ist echt, oh, jetzt fängt die schöne Musik wieder an hier, die sich vermischt irgendwie mit gruseliger Musik. Das ist auch toll. Steine. Ich bin irritiert, was ich hier gerade mache, von mir selber. Ich folge gerade einfach nur mal so dem Flusslauf. Ethan was close. I could feel him. A pinprick of light in the darkness. He would know me. He would know why I'd come. Du, da laufe ich ja ganz richtig hier anscheinend. Das ist ja klasse, dass ich hier gerade das richtige Gespür habe. Und er anscheinend auch. Ich laufe mal weiter. Sieht toll aus, aber es ist auch so beklemmend gerade, weil so viele Leute jetzt schon gestorben sind in dem Spiel. Seine ganze Familie stirbt hier vor sich hin. Seine Eltern, sein, weiß ich nicht, war das sein Cousin jetzt oder sein Bruder? Oh, wo kommen wir denn jetzt hin? Oh. Oha, was ist hier? Ist das hier dieses abgebrannte Haus, von dem in den Nachrichten gesprochen wurde? Das könnte natürlich sein. Wo ist denn hier der Eingang? Dass man hier mal rein kann. Hier. Nee, hier komme ich nicht durch. Jetzt habe ich das ganze Ding umrundet. Hier kann man rein. Oder? Nee, hier kann ich auch nicht. Ich kann irgendwie nur gucken. Hier. Hier. Oha, wo sind wir denn hier gelandet? Schaut euch das an. Echt, das ist wie so ein... Was ist das hier auf dem Boden eigentlich? Oh. Hier können wir irgendwas drehen. Was können wir hier Ethan? Das Wort vielleicht machen? Irgendwas lässt sich hier auf jeden Fall machen. Erstaunlicherweise. Können wir hier irgendwas diesem Aschehaus an Rätsel lösen? Dafür wurden wir anscheinend hierher gelockt. Ja, und um dieses Rätsel kümmern wir uns dann im nächsten Part, würde ich sagen. Liebe Leute, wir sehen uns im nächsten Part von The Vanishing of Ethan Carter. Bis dann und vielen Dank fürs Zuschauen.